Mihalik, das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ja, wie sind denn die Ereignisse eigentlich in der Öffentlichkeit angekommen damals? Am 4. November 2011 fahndete die Polizei in Eisenach nach Bankräubern und sie fanden die NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos tot in ihrem Wohnmobil. Sie hatten bereits vorher, unterstützt von Beate Zschäpe, bei 14 Raubüberfällen insgesamt 600.000 Euro erbeutet. Bis zu ihrem Tod konnten Böhnhardt und Mundlos nicht gestellt werden. Fast 13 Jahre blieben die NSU-Terroristen unentdeckt. Fast 13 Jahre konnten sie mit einfachen Mitteln ein unbehelligtes Leben führen, Freundschaften zu Nachbarn aufbauen, ja sogar Urlaub an der Ostsee machen. In 13 Jahren haben sie 10 Menschen kaltblütig exekutiert. Unentdeckt, unbehelligt und völlig ungestört. Die deutschen Sicherheitsbehörden haben angesichts des rechtsextremistischen Terrors dramatisch versagt. Der Verfassungsschutz konnte den Terror von rechts weder erkennen noch analysieren. Der NSU-Terror folgte eben nicht dem klassischen Muster, welches man zum Beispiel von der RAF kannte, mit Führungsspitze und Bekennerschreiben. Durch das Denken in solchen Stereotypen war der Verfassungsschutz völlig blind für den Terror von rechts. Und diese Blindheit, Herr Minister, diese Blindheit lässt sich nicht wegreformieren. Und deshalb muss der Verfassungsschutz in seiner heutigen Form aufgelöst werden. Aber auch die Polizei hat schwere Fehler gemacht. Ein rechtsextremistischer Hintergrund wurde von vornherein bei den Ermittlungen stets ausgeschlossen. Stattdessen bestimmten allzu oft rassistische Vorurteile gegenüber den Opfern die Ermittlungsarbeit. Ein mafiöser Hintergrund bei so einem Mord, na klar. Ein Ehrenmord, immer vorstellbar im Migrantenmilieu. Das Label der Boulevardpresse, Dönermorde. Aufklären sollte eine Soko Bosporus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn der Fokus der Ermittlungen allein auf den Opfern liegt, dann ist es kein Wunder, dass man die Täter nicht findet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße sehr, dass wir hier heute noch einmal das interfraktionelle Ergebnis des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum NSU gemeinsam beschließen wollen. Damit setzen wir ein ganz wichtiges Zeichen, vor allem mit Blick auf die Familien der Opfer. Wir alle schämen uns dafür, dass die NSU-Morde lange Zeit so gravierend falsch eingeordnet wurden. Und zu Recht fordern daher die Opferfamilien, dass nicht bereits 2 Jahre nach Aufdeckung des NSU-Terrors das große Abhaken beginnt. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen gerade erst am Anfang und deshalb kann der gemeinsame Beschluss auch nur der erste Schritt sein. Wir müssen deutlich weitergehen, wenn wir dem Rechtsextremismus der Saat von Gewalt und Terror den Nährboden entziehen wollen. Dafür brauchen wir eine neue Polizei- und Behördenkultur. Allzu oft wurden gerade die Familien der Opfer mit ihren Anliegen nicht ernst genommen. Sie wurden verhöhnt und waren selbst übelsten Verdächtigungen ausgesetzt. Wir brauchen hier einen Neustart in den Strukturen und in der Ausbildung. Und dort, wo personelles Versagen nachweisbar ist, muss es auch zu dienstlichen Konsequenzen kommen. In erster Linie natürlich auch bei denjenigen, die in leitenden Positionen standen und heute teilweise noch stehen. Die Strukturen des Verfassungsschutzes haben die Aufdeckung des rechten Terrors vereitelt, weil sie eben den falschen Mustern gefolgt sind. Er muss daher in seiner heutigen Form aufgelöst werden. Wir brauchen stattdessen eine völlig neu strukturierte Inlandsaufklärung mit einer deutlich verbesserten parlamentarischen Kontrolle. Der Einsatz von V-Leuten, gerade in der rechten Szene aber, muss ein für alle Mal beendet werden. Wir haben dem Rechtsextremismus mit diesem Instrument sowohl Geld als auch Struktur gegeben, anstatt wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Auf der anderen Seite waren die letzten Regierungen aber, man muss es ja sagen, eher geizig, wenn es um die finanzielle Unterstützung von Initiativen gegen rechts ging, insbesondere was die Verlässlichkeit einer Finanzierung angeht. Hier fordern wir eine verbindliche Zusage des Bundes, diese Initiativen mit jährlich mindestens 50 Millionen Euro zu unterstützen. Denn diese Mittel, die werden ganz dringend gebraucht für Opferberatungsstellen, Ausstiegsprojekte und vieles mehr. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Binninger? Selbstverständlich.
Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Mihalic. Keine Sorge, ich will unsere interfraktionelle Einigkeit nicht trüben, aber ich habe einfach eine Bitte an Sie. Sie haben jetzt den Großteil Ihrer Rede auf die Abschaffung des Verfassungsschutzes verwandt. Das ist ja das Sondervotum von Grünen und Linken gewesen, also da hatten wir keinen Konsens. Jetzt stammen Sie von einer Behörde, dem Polizeipräsidium Köln, wo wir den Sprengstoffanschlag in der Kolbstraße hatten, wo wirklich eine Menge schief lief im Jahr 2004, wo eine Bündelung an Fehler war, wie wir sie sonst in keinem Fall gefunden haben. Ich wollte Sie einfach nur fragen, wären Sie bereit, vielleicht auch aus Ihrer eigenen Erfahrung damals noch, wo Sie ja noch dort Dienst gemacht haben, vielleicht dazu auch ein paar Sätze zu sagen? Natürlich kein Geheimnisverrat, Frau Kollegin. Keine Sorge, ich werde nur was öffentlich ist. Ich werde keine Geheimnisse verraten, Kollege Binninger. Selbstverständlich, nein. Sie haben natürlich völlig recht mit Ihrer Kritik. Sie werden es ja auch meinen Ausführungen vorhin entnommen haben, dass eben nicht nur beim Verfassungsschutz ein eklatantes Versagen festgestellt worden ist. Das ist ja völlig richtig. Und es ist ja auch bei meinen Vorrednerinnen und Rednern angeklungen. Wir müssen natürlich auch bei der Polizei in die Strukturen rein. Wir müssen auch da dafür sorgen, dass sich solche Ereignisse, auch wie es damals in Köln passiert ist, dass es da auch eine falsche Einordnung dieser Dinge gegeben hat, dass sich solche Dinge nicht wiederholen. Ich denke, an der Frage sind wir uns wirklich alle einig an diesem Punkt. Aber lassen Sie mich noch einen Aspekt ansprechen, und zwar was die Arbeit der zivilgesellschaftlichen Initiativen angeht, die immer noch von der unsäglichen Extremismusklausel massiv behindert wird. Und da ist es eben nicht von Belang, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Frau Högel, ob das Bekenntnis zur Verfassung wie bisher durch Unterzeichnung einer solchen Klausel oder durch ein verbindliches Begleitschreiben erfolgt. Diese Klausel muss ganz verschwinden, denn sie ist eine völlige Verkehrung. Wenn wir den zivilgesellschaftlichen Initiativen ständig Knüppel zwischen die Beine werfen, dann unterstützen wir indirekt Hass und Gewalt von rechts. Und letztlich darf der Staat nicht länger blind sein für die rechte Gefahr. Das muss uns leiten beim dringend notwendigen Umbau der Sicherheitsarchitektur, Kollege Binninger, also auch noch mal der Blick ganz klar auf die Polizei gerichtet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Konsequenzen aus den Verbrechen des NSU gehören zu den wichtigsten parlamentarischen Aufgaben für diese Legislaturperiode. Lassen Sie uns da gemeinsam an die Arbeit gehen, Punkt für Punkt. Und dabei gilt, Kosmetik und gute Vorsätze reichen nicht aus. Die Struktur hat versagt und deshalb muss die Struktur verändert werden. Vielen Dank. Als nächster Redner hat der Kollege Armin Schuster.